So, hallo zusammen, hier ist wieder euer Spartakus und wir beginnen heute mal mit einer Runde Kanban EV von Vita Lacerda, Kickstarter aus 2020. Der ist Anfang des Jahres 2021 bei mir eingetrudelt. Ich komme aber jetzt erst dazu, ihn euch auch zu zeigen nach dem Unboxing, was ich euch schon gezeigt habe. Das verlinke ich euch auch. Aber jetzt gehen wir mal ein bisschen näher ran an das ganze Thema. Warum habe ich gesagt, wir beginnen? Ich möchte heute mit euch nur die Teile, Komponenten und das Setup erklären und dazu natürlich auch die Kurzfassung der jeweilig geltenden Regeln. Ein richtiges Playthrough machen wir in einer separaten Session. Ich beginne dann aber bei dem Playthrough mit dem Spiel, was wir jetzt hier gemeinsam aufsetzen werden. Okay, also, Ecke habe ich euch erzählt. Ihr seht hier vor euch einen Riesenplan und wenn ich riesig sage, dann meine ich das auch. Der ist gut 90 cm breit und etwa 50 cm tief. Ihr solltet so eine gesamte Tischfläche von so etwa 1,40 m, 1,30 m wäre dann schon knapp zur Verfügung haben in der Breite und in der Tiefe, weil ihr auch Playerboards habt für jeden Spieler. Wenn ihr zu viert spielt, sind 80 cm schon echt knapp. Eher so 90 bis 1 Meter würde ich empfehlen. Das braucht auf jeden Fall seine Präsenz auf dem Brett, auf dem Tisch, wie man auch so sieht. Es ist eine Menge los auf dem Teil, wir gehen das aber stückweise durch und auch die Playerboards schauen wir uns in Ruhe an. Vielleicht fangen wir mit denen an. Es gibt die in 4 Farben, maximal 4 Spieler. Ich zeige euch den Solo-Modus natürlich. Die Farben sind lila, orange, ein gelb und ein blau. Ich habe mich aufgrund der hoffentlich besseren Darstellung gegenüber des Bretts dann auch für den Kontrast entschieden und mich für lila entschieden. Das ist mein Meeple, mein Worker. Die Geschichte des Ganzen ist die, dass wir hier neu einsteigen in eine Autoproduktion. Es geht nur um die Produktion, es geht nicht ums Verkaufen. Es geht um Herstellung, Logistik, Design und Testen natürlich. Wir sind also neu in diesem Automobilwerk eingetrudelt und haben eine Vorgesetzte, die Sandra, gegen die wir spielen. Die macht auch ein paar unangenehme Dinge und die mal weglegen. Und wir haben im Solospiel die ehrenvolle Aufgabe gegen zwei Automa-Kollegen, kartengesteuert, auch da kommen wir gleich zu spielen. Weiß und Schwarz. Der Kollege in Weiß heißt David Turci und der Kollege in Schwarz Vita Lacerda. Die Namen kommen euch bekannt vor. Das ist der Designer des Spiels und das ist der Entwickler des Solo-Modus für dieses Spiel. Das Artwork ist von Ian O'Toole, wie man das auch von On Mask schon kennt mit Vita Lacerda gemeinsam. Mir persönlich gefällt es. Es mag nicht jedermanns Sache sein. Ich halte es aber für sehr aufgeräumt. Und auf dem gesamten Material ist kein Text. Natürlich gibt es die Spielerhilfe, natürlich gibt es auch eine Solo-Hilfe, da ist natürlich dann auch Text drauf, aber das gesamte eigentliche Spielmaterial, wenn man die Regeln kennt, da muss man nichts vorlesen, keine Geschichte, es ist alles über Symbolik erklärt. Worum geht es grundsätzlich in diesem, ja, nicht Worker Placement, ich würde sagen Action Selection Game? Es geht um Punkte, es ist ein Euro und wir beginnen mit 15 Punkten und deswegen mit 15, weil wir im Rahmen des Wettstreits mit den Kollegen auch gerne mal negative Punkte kassieren, also sprich Punkte verlieren. Denn die Grundregel lautet, wenn einer von den beiden hier Punkte gewinnt, dann verlieren wir die. Die selbst haben keine Punktemarker. Wir sind der Punktemarker für alle gemeinsam. Was die gewinnen, verlieren wir. Und das kann dazu führen, dass wir gerne mal auch ins Negative rutschen. Und wenn das am Ende einer Wertungsphase passiert ist, dann werden wir auch gefeuert und damit ist das Spiel auch vorbei. Also der Solo-Modus ist da jetzt nicht gerade das etwas, was man einfach so durchmarschiert. Und die Wiederspielbarkeit ergibt sich durch die Kombination von Möglichkeiten, die man hat, durch die Designs, durch die Logistik, durch die Ziele, die man erreichen muss. Und auch der Automa steuert sich, oder die Reihenfolge, die im Automa vorgegeben wird, ist jedes Mal anders durch die Karten. Also da ist schon ein bisschen Wiederspielreiz da. Letztlich geht es aber im Solo-Spiel auch nur um Beat Your Own Highscore. Da gibt es im Regelheft, auch im Solo-Heft. Das sind zwei Hefte, das zeige ich euch auch. Die Spielregeln, 24 Seiten, Großformat, alles sehr detailliert erklärt. Allerdings, das werdet ihr im Boardgame-Geek-Profil auch finden, das verlinke ich euch wieder, in den deutschen Regeln ist nicht alles drin beschrieben, was in den englischen Regeln zu finden ist. Es gibt da 3-4 Sachen, wenn ich dran denke und wir dran vorbeikommen an dem jeweiligen Thema, weise ich euch darauf hin. Da gibt es Differenzen. Die wurden auch ausgiebig auf Boardgame Geek diskutiert.
Und dann gibt es ein Referenzbuch, in dem dann auch die Solo-Regeln beschrieben sind, was man da im Unterschied bei Aufbau, Ablauf und Wertung zu beachten hat. Und hier seht ihr dann auch für den Solo-Modus, dass es gewisse Ränge zu erreichen gibt, die sich nicht ausschließlich auf die Zahl der Punkte, die man erreicht hat, beziehen, sondern eben auch noch die möglichen anderen Errungenschaften, die man im Spiel erreichen kann, mit einbeziehen, sodass man also da auch einen gewissen Rang in dem Unternehmen sich erwerben kann. So, also Punkte brauchen wir. Wie kommen wir da dran? Indem wir Ziele erreichen. Ziele gibt es eine ganze Menge. Mindestens mal drei Gruppen von Zielen. Wir fangen an mit den Abschlusszielen. Das sind Ziele, die ausschließlich bei der Schlusswertung bewertet werden. Es geht also hier rechts unten los. Die ganzen anderen Bereiche, das machen wir nach und nach. Wir haben hier eine Reihe von Zielplättchen. Mischen die einmal und ziehen uns ein zufälliges. Die anderen kommen aus dem Spiel. Im Einzelnen heißt das hier, seht ihr, das ist so eine, ja, so eine goldgelbene Markierung, bisschen bräunlich. Das sind Punkte, die man ausschließlich in Schlusswertungen bekommt. Die seht ihr auch mehrfach noch woanders auf dem Spielplan. Das gibt im Unterschied dazu blau markierte Punktebewertungen, die während des Spiels vergeben oder erworben werden können. So, hier die Abschlussziele für unser heutiges Spiel. Ich bekomme 6 Punkte für mindestens sieben Einheiten auf meiner Zeitgutschriftenleiste. Auch dafür braucht es einen Marker. Ich habe hier so das ganze lila Material, möchte im Rahmen des Setups alles verbaut haben, genauso wie das schwarz-weiße. Wir können aber Sandra schon mal loslegen, hier in ihrem Büro. Da beginnt sie. Ein weiteres Abschlussziel ist es, ich bekomme 8 Punkte für 3 Bücher, die ich hier in meinem, auf meinem Playerboard sammeln kann. Und ich bekomme 7 Punkte für 2 Expertenstatus, die ich in den Fortbildungen erreichen kann. Wenn ich also 2 Expertenstatus erreichen kann, wenn ich 3 Bücher sammeln kann und wenn ich 7 Zeitgutschriften am Schluss auf meinem Konto habe, dann bekomme ich von jedem jeweils diese Punkte. Das sind 21 Punkte, die ich hier maximal erreichen kann, wenn ich alle diese Ziele erreiche. Um dieses Ziel zu erreichen, muss ich aber am Schluss des Tages, am Schluss des Spiels in diesem Falle, auch entsprechend viele Vortragsmarker zur Verfügung haben, auf die ich hier positioniert gesammelt habe, die ich dann auch hier positionieren kann. Das heißt, wenn wir ein Ziel erreichen, ein Abschlussziel, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass wir einen Vortragsmarker hier ansammeln und zum Spielende verfügbar haben, damit wir ihn dann auch hier platzieren können, damit das für uns auch gewertet wird. Und wenn wir ein Ziel nicht erreichen, dann brauchen wir dafür auch keinen Marker entsprechend zu reservieren. Diese Vortragsmarker spielen auch in fast allen anderen Zielerreichungen eine Rolle. Wir beginnen hier auf dem Playerboard mit einem fest vorgegebenen Vortragsmarker. Ihr seht hier diverse Markierungen, das ist für Autoteile. Und diese 6. Position können wir uns freischalten. Durch Fortbildung kommen wir nachher zu. Das hier ist für Autos selbst. Das ist die Werkstatt. Auch hier gibt es eine Position freizuschalten. Und das Auto selbst kommt hier auf die Seite. Die zeige ich euch nachher, wenn wir da ankommen. Aber es gibt auf jeder Werkstatt auch noch einen kleinen Bonus zu verdienen. Wenn wir ein Auto uns hier in die Werkstatt holen, bekommen wir unmittelbar diesen Bonus, den Werkstattbonus, und drehen dann das Plättchen um. Dann ist der Bonus verbraucht, dann steht hier ein Auto. Die Garagen sind nummeriert. Das spielt für den Ablauf keine Rolle. Es gibt aber gegebenenfalls Ziele, wo es heißt, dass die Garagen 2 und 3 gefüllt sein müssen. Dann geht es natürlich genau um diese beiden Garagen und nicht um andere. So, was haben wir noch? Die Vortragsmarke haben wir hier auf dem Playerboard. Auch da können wir am Anfang bis zu 4 sammeln und den 5. Platz, den können wir uns auch freischalten durch eine Fortbildung. Dann haben wir hier unten Platz für Designs. Auch hier sind es 3, 4, die wir anfangs haben können und ein 5., den wir uns freischalten können. Und wir haben noch in der Forschung und Entwicklung etwas, was wir uns freischalten können. Auch das erst durch eine entsprechende Fortbildung. Und hier sammeln wir Autoteile, Gutscheine und Bücher. Und wir fangen jeweils mit einem Autoteil, Gutschein und einem Buch auch an unser Spiel. Wobei, schaue ich aber nochmal nach, ob das tatsächlich so ist.
Es kommen nachher noch ein Autoteil und ein Design dazu. Und ihr seht das hier in den Regeln. Das Setup alleine ist eine Doppelseite für das Spielbrett selbst und nochmal eine Seite mit Beispielen und Erläuterungen für das Playerboard. Vortragsmarker, Upgrade-Plättchen, Schlösser. Ah, kein Buch, nur einen Autoteile-Gutschein. So, dann erkläre ich euch auch kurz, was das hier bedeutet. Der Autoteile-Gutschein steht als Joker für eines dieser Autoteile. Die gibt es hier als Holzteile. Zeige ich euch nachher, wenn wir dran vorbeikommen. Jetzt nur kurz. Die sammle ich normalerweise hier. Wenn ich aber etwas brauche, was ich hier nicht habe, ein Teil, dann kann ich diesen Joker einsetzen und sagen, okay, dann gebe ich den weg, hole mir dafür auf dem Vorrat das Teil und setze genau das dann da ein, wo ich es brauche. Die Bücher ermöglichen mir, ohne Einsatz von Zeitpunkten, die ich brauche, um eine Arbeit zu erledigen, mich fortzubilden in einer Abteilung. Und das kann ich durch gesammelte Bücher beschleunigen. Das ist sozusagen Homework. Einfach mal ein Buch lesen zu Hause, da lernt man was, ohne dass man Arbeitszeit verschwendet. Das sieht der Arbeitgeber natürlich gerne. Es bringt einem auch was hier im Spiel. Mag jeder für sich selbst entscheiden, wie er das bewertet. Was ich hier noch auf dem Board habe, ist neben dem Autoteile und den Vortragsmarker sammeln, der Garage für die Autos, ist hier unten der Bereich für die Designs. Das sind Plättchen, auch hier mal ganz kurz gezeigt, diverse Farben, Formen und Größen, nein, sind alle gleich groß. Die sammle ich zunächst hier, werte sie dann auf, indem ich das Design verbessere, dann werden sie umgedreht hier neben dem Plan gesammelt. Und wenn ich dann ein entsprechendes Auto sammle, nehmen wir mal ein Beispiel. Ich habe hier ein Designplättchen, das zeigt das grüne Auto, das ist der Kleinwagen, und das Fahrgestell. Hier geht es also um das Fahrgestell für den Kleinwagen, und wenn ich das verbessere, das Design, wird das Plättchen umgedreht und hier nebengelegt. Dann habe ich ein verbessertes Design und das gibt sofort 2 Punkte und eventuell auch andere Bewertungen. Und wenn ich dann einen Kleinwagen mir beschaffe und in eine Werkstatt stelle, dann kann ich dieses verbesserte Design hier oben anlegen, an diesen Platz, an diese Werkstatt, wo der Wagen drin steht. Und dann gilt das als getestetes Design. Und ein getestetes Design ist auch insbesondere in der Schlusswertung durchaus einiges wert, sehr erstrebenswert. So, ganz grob das dazu zum Playerboard, das haben wir soweit aufgesetzt. Wir kommen nachher beim Solo-Modus dann aber noch darauf, dass wir hier noch ein Design und ein Autoteil uns beschaffen müssen. Dann, Zeitmarker haben wir gesetzt. Ich habe es euch erzählt schon mehrfach, es geht um Vortragsmarker. Was zur Hölle sind die Vortragsmarker? Ja, diese heißen deswegen Vortragsmarker, weil man regelmäßig der Chefin, der Sandra, die hier abgebildet ist, im Meetingraum Vorträge halten muss. Und diese Leistungsziele gilt es regelmäßig zu erfüllen. Das sind immer in einem Meeting mindestens 4 Ziele. Auch da gibt es im Referenzbuch eine entsprechende Liste der Dinge, was das alles bedeutet. Wir gehen es auch an einem Beispiel gleich mal durch. Man selbst bekommt, ups, jetzt habe ich ein paar Ziele vergessen unterzumischen. Das ist noch von der Lernpartie. Spielt keine Rolle. Also, man selbst bekommt auch im Solo-Modus 4 Leistungsziele auf seine Hand. Und wir gucken uns die mal direkt auch an im Beispiel. Ich komme ein bisschen näher mit den Karten. Dieses Ziel sagt mir, du kannst der Sandra etwas über deine getesteten Kleinwagen erzählen. Und du kriegst für jeden Kleinwagen, den du in dem Moment auch in einer deiner Garagen hast, 4 Punkte. Allerdings, egal ob du 1, 2 oder 5 Kleinwagen in deiner Garage hast, du kannst maximal 2 mal 4, also 8 Punkte bekommen. Wenn du nur einen Kleinwagen hast, gibt es genau die 4. Wenn du 2 oder mehr hast, gibt es 8 Punkte. So ist das hier zu lesen. Hier geht es darum, dass ich das Design verbessert haben muss für die Batterien, egal für welches Auto. Ich brauche also mindestens ein verbessertes Design für Batterien. Es kann natürlich sich auf den Sportwagen, den Pickup, den Kleinwagen, den SUV oder das Konzeptfahrzeug beziehen. Es kann also 5 verbesserte Designs pro Komponente, pro Autoteil geben, aber maximal 2 davon werden hier bewertet mit auch jeweils 4 Punkten. Das hier heißt, dass ich mich in der Abteilung mit diesem Symbol, das ist hier das Design, zertifiziert haben muss. Das gelbe 4 Punkte
Und das hier ist das gleiche für die Abteilung Forschung und Entwicklung. Auch hier sollte ich mir ein Zertifikat erwerben, kann ich der Sandra davon erzählen, den Vortrag darüber halten und dann gibt sie mir dafür 4 Punkte. Das sind meine 4 Leistungsziele, die ich für mich auf die Hand bekomme. Im Mehrspielerspiel bekommt jeder 3 Karten und muss sie dann auch im Rahmen eines Meetings, was regelmäßig stattfindet, entsprechend vortragen. Das passiert immer so, dass man natürlich im Rahmen eines solchen Vortrags seinen Vortragsmacher, die man hier hat und hier sammelt, das können anfangs bis zu 4 sein, später bis zu 5, dann eben auf das entsprechende Feld setzt und dann sagt, hier Sandra, hör zu, ich habe sowohl davon oder davon entsprechend viele Autoteile, gib mir doch bitte die Punkte. Und dann ist sie dem nicht abgeneigt und gibt sie einem, wenn man die Teile hat. Es ist ein bisschen Konkurrenzkampf, auch dann nachher im Meeting selbst ein taktisches Thema, welche Karte man mit welchem Vortragsmarker belegt. Man beginnt immer mit dem Belegen von oben, vom maximalen Multiplikator aus. Egal, ob ich jetzt nur eine Batterie oder nur ein Fahrgestell in meiner Lage habe, ich lege meinen Vortragsmarker hier drauf, auf die 3, um auch dem Gegner die 6 Punkte zu versauen. Ich selbst kassiere vielleicht nur 2, die hätte ich auch hier kassiert. Aber hier kann der Gegner keine 6 Punkte mehr machen. Selbst wenn er 3 Teile dieser Arten hätte, würde er jetzt nur 4 Punkte bekommen können. Deswegen wird immer von oben angelegt, egal wo ich platziere. Das kann also nachher im Meeting relativ taktisch werden, das Ganze. Und diese Vortragsmarker, die muss ich hier sammeln. Und das passiert nicht einfach so, sondern die sind durchaus auf dem ganzen Spielbrett verteilt, an bestimmten Positionen zu finden. Ihr seht das zum Beispiel hier, dass es für gewisse Dinge Vortragsmarker gibt und ich werde noch gleich welche dazu bauen. Um die geht es eigentlich, weil hier in dem Meeting, da gibt es die Punkte. Eine zweite Gelegenheit, Punkte zu bekommen, ist die Sandra selbst. Wir simulieren hier Arbeitstage im Ablauf. Und Sandra läuft hinter uns her und bewertet an jeder Station, an der sie ist, denjenigen, der am schlechtesten in der Fortbildungsleiste zu finden ist, also der ganz hinten steht. Und wenn wir das sind, dann kriegen wir einen entsprechenden Maßstab angelegt. Wenn wir den nicht erreicht haben, beispielsweise eine gewisse Anzahl von Teilen im Lager oder sowas, dann kriegen wir Punktabzug. Das heißt, auch deswegen sind 15 Punkte für den Anfang gar nicht mal so viele, denn das wird gerade in den ersten Runden kaum zu vermeiden sein, dass wir wegen Sandra Punkte abgezogen bekommen. Ein zweiter Teil, den Sandra noch besorgt, ist, dass sie in jeder Abteilung auch für Bewegung sorgt, sodass das Ganze nicht statisch bleibt, sondern die Situation sich auch durch die Anwesenheit von Sandra dann auch ändert und wir uns wieder darauf stürzen können, uns darum kümmern können. Die Karte, die ich hier oben hingelegt habe, sind praktisch die Grenzen, die in jeder Abteilung von Sandra festgelegt werden, unterhalb derer es entsprechende Punktabzüge gibt. Im Einzelnen gehen wir das durch, wenn wir auf den jeweiligen Abteilungen auch sind oder dann auch später im Let's Play arbeiten. Aber fürs Erste müsst ihr euch nur merken, hier oben steht, was Sandra bewertet. Und es steht auch auf der Spielerhilfe, was Sandra dann tut, wenn sie in einer gewissen Abteilung arbeitet. Für den ersten Arbeitstag ist es aber so, dass sie in ihrem Büro arbeitet und Papierkram erledigt. So, Vortragsmarker habe ich mehrfach erwähnt, dass sie auch in der Fortbildung zu finden sind. Fangen wir mit der Fortbildung an. In jeder dieser Abteilungen gibt es eine Möglichkeit, seine Zeit damit zu verbringen, etwas zu lernen über das jeweilige Thema. Das heißt, wir fangen mit 0 an und die anderen Mitspieler machen das auch. Ich lege mal erst den David Turci auf die 0. Wir selbst sind auch auf der 0. Und die Fortbildung läuft unabhängig von der Abteilung immer gleich. Kleinen Ausnahme im Solospiel für den Herrn Lacerda. Als erfahrener Kollege ist er in der Fortbildung schon in jeder Abteilung am Anfang uns einen Schritt voraus. So, ihr seht hier die Kosten für Aktionen aufgedruckt. Das heißt, ich kann mich in jeder Abteilung fortbilden, indem ich einen Aktionspunkt ausgebe und meinen Marker dann um 1 vorrücke. Wenn ich die Grenze vom grauen Tisch auf den weißen Tisch überschreite, dann bin ich zertifiziert. Dann habe ich in diesem Fach, das ist hier die Verwaltung, das Design, die Logistik, die Produktion und die Forschung und Entwicklung. Wenn ich in einem solchen Fortbildungsraum hier auf dem weißen Tisch sitze,
am weißen Tisch, dann habe ich einen Zertifizierungsstatus erreicht. Und wenn ich das Ende des weißen Tisches erreiche, dann bin ich ein sogenannter Experte. Und dafür gibt es ebenfalls eine Belohnung. Das sind hier solche kleinen Belohnungsmärkerchen, so kleine Plättchen. Ich mische da mal ein paar von. Das sind im Wesentlichen entweder direkt Punkte oder Autoteile, Gutscheine oder Bücher. Da wir jetzt im Solospiel unterwegs sind, kommt hier pro Abteilung für den Anfang nur ein solcher Marker drauf, ein solches Plättchen. Und das können auch nur wir als menschlicher Spieler gewinnen. Was allerdings auch interessant ist, dass pro Abteilung auch ein Vortragsmarker hier bei Erreichen des Expertenstatus genommen werden kann. Und den können die Kollegen nicht kriegen, aber sie können ihn uns wegnehmen. Das heißt, wenn ein Kollege vor uns den Expertenstatus erreicht, dann verschwindet der Vortragsmarker und ist für uns nicht mehr zugänglich. Für uns bleibt dann aber noch der Expertenbonus. Im Mehrspielerspiel ist es so, dass der Erste, der an den Expertenstatus kommt, sowohl den Vortragsmarker bekommt, als auch sich eines der dort liegenden Plättchen aussuchen darf und die anderen wieder zurücklegen darf. Das werden dann nämlich Anzahl der Spieler minus 1 Plättchen da hingelegt. Und deswegen gibt es ja auch so entsprechend viele. Die anderen lege ich mal wieder zur Seite, die brauchen wir nicht. So. Hier liegen Vortragsmarker. Dann liegen Vortragsmarker noch bei den sogenannten Firmenzielen. Das sind einmal Ziele in der Zertifizierung, wo also der Anspruch des Unternehmens herrscht, dass jeder Mitarbeiter mindestens 3 Zertifizierungen erreicht. Auch hier gleiches Prinzip. Der erste, der 3 Zertifizierungen erreicht, bekommt den Vortragsmarker und das Plättchen ist damit praktisch dann wertlos geworden. Beim Mehrspielerspiel lägen hier 2 Vortragsmarker gegebenenfalls und dann würden 2 Leute, die die 3 Zertifizierungen erreichen, entsprechend den Vortragsmarker zusätzlich bekommen. Auf die Leiste komme ich aber auch gleich noch. Bei den Fortbildungen sind wir noch nicht ganz fertig. Ich mache aber nochmal die weiteren Ziele. Dann gibt es in der Forschung und Entwicklung auch noch 2 Firmenziele, nämlich einmal die Zahl der zu verbessernden Designs, die man sammeln kann. Und diesmal gibt uns das Unternehmen 3 verbesserte Designs vor. Und auch dafür gibt es für uns als menschlichen Spieler die Möglichkeit, einen Vortragsmarker zu sammeln. Und die Zahl der Autos in der Werkstatt. Auch das ist ein sogenanntes Firmenziel. Auch das sind 3 Autos, die wir in die Werkstatt nehmen können. Auch dafür gibt es, sobald wir das erreicht haben, einen Vortragsmarker. So, wir sind mit den Fortbildungen noch nicht ganz durch. Ich habe euch erzählt, hier gibt es Zertifizierungen. Um das nachzuhalten, gibt es diese Zertifizierungsleiste. Hier haben alle Spieler ihren Koffer. Nicht in Berlin, sondern auf der Zertifizierungsleiste. Und jede Zertifizierungsstufe wird natürlich der Marker entsprechend weitergerückt. Und innerhalb einer Stufe gibt es 4 Positionen, für jeden Spieler eine. Die sind entscheidend für die Reihenfolge, sowohl am Anfang für den Startspieler als auch für die Reihenfolge im Rahmen eines Meetings. Denn da wird derjenige beginnen, der am weitesten zertifiziert ist und innerhalb einer gleichen Zertifizierungsstufe am weitesten rechts steht. Das steht so nicht in der deutschen Anleitung. Das ist als Beispielbild in der englischen Anleitung vorhanden, wird aber in der deutschen Anleitung nicht weiter erwähnt und beschrieben. Da müsst ihr aufpassen. Da gab es auch schon Diskussionen auf dem Boardgame Geek dazu. Und auch bei anderen Videos habe ich das schon gesehen. Wir selbst können uns als menschlicher Spieler jetzt aussuchen, wo wir stehen. Die beiden Automas spielen nach gewissen Regeln. Ich sage, da mir der Start wichtig ist, ich möchte gerne anfangen, verzichte ich auf jeden Bonus und lege meinen Koffer hier hin. Vita Lacerda möchte immer auf die 1. Wenn das geht, setzt er auf die 1. Wenn da besetzt ist, weil wir da zum Beispiel stehen, geht er auf die 2. Er kriegt aber jetzt den Bonus nicht, das tun nur menschliche Spieler. David Turci geht immer auf die 3 und wenn da besetzt ist, ginge er auf die 4, jetzt geht er auf die 3. Und damit steht unsere Startreihenfolge auch fest. Wir fangen an, dann kommt Vita Lacerda, dann kommt David Turci. Und so wird dann auch werden nachher unsere Arbeiter platziert und dann geht die Reihenfolge entsprechend der Spielreihenfolge von oben nach unten durch. Da komme ich gleich zum Ablauf.
Ihr merkt langsam, die einzelnen Dinge sind nicht wirklich kompliziert. Sie hängen aber sehr komplex miteinander zusammen. Und das kann das Ganze sehr unübersichtlich machen, gerade wenn man das Spiel erst ein paar Mal gespielt hat. Da muss man schon reinfinden. Das ist nichts für einen Abend mal eben schnell gezockt, sondern da hat man durchaus Zeit, die man damit verbringen muss, sich zu nehmen. Und dann lohnt sich das aus meiner Sicht aber auch. So, wir haben also jetzt hier die Zertifizierungsleiste, wo wir Fortbildungen abtragen können. Sobald wir zertifiziert sind in einem Bereich, müssen wir auch diesen Marker vorschieben. Und auch hier gibt es, ihr seht das dann hier, diverse Boni zu verdienen. Also Autoteile-Gutscheine, Bücher, Zeitgutschriften, Punkte in allen möglichen Kombinationen. Und eben hier auf Stufe 3 das Firmenziel zu erreichen. Damit haben wir die Fortbildung und die Zertifizierung durchgesprochen. Dann machen wir weiter in der Abteilung Verwaltung. Das ist hier links unten der Bereich. Da gehört im weitesten Sinne auch der Meetingraum mit dazu. Letztlich tun kann man aber hier während seiner Schicht nichts. Wenn man eine Schicht in der Verwaltung verbringt, kann man sich entweder fortbilden in der Verwaltung oder man kann unter Einsatz eines Aktionspunktes in einer anderen Abteilung etwas tun, sprich eine Aktion ausgeben. Das heißt, die Verwaltung ist eigentlich nur dafür da, sich fortzubilden, aber sie kann auch sehr hilfreich sein, wenn man nicht früh genug dran ist, dass man dann trotzdem noch, weil eine andere Abteilung blockiert war, besetzt war von Kollegen, in der gleichen Abteilung was tun kann. Also von daher nicht unwichtig, dass man eben auch hier flexibel arbeiten kann. Die nächste Abteilung ist das Design. Das ist der gesamte Bereich hier. Da spielen die Designplättchen eine Rolle. Das sind insgesamt 35 Stück. Wir haben 6 Autoteile, wie seht ihr hier, im Einzelnen Motor, Assistenzsysteme, Batterie, Elektronik, Karosserie und Fahrgestell. Und diese 6 Autoteile gibt es jeweils für jedes der 5 Autos. Die seht ihr, habe ich euch da oben schon genannt, kommen wir auch nachher nochmal drauf. Das macht zusammen 30 Teile. Da fehlen noch 5. Und zwar gibt es für jedes Auto noch ein Teil. Jetzt gucke ich mal, ob ich das auf die Schnelle finde. Ja, hier zum Beispiel für den Kleinwagen, da seht ihr, da ist gar kein Autoteil abgebildet, sondern ein X. Das heißt, hier habe ich ein Design, das kann ich nicht verbessern, aber ich kann es verwenden. Ich kann es erstens sammeln, es zählt als gesammeltes Design. Und ich kann es ausgeben, wenn ich ein Auto auf der Teststrecke habe und mir das in meine Werkstatt holen möchte, dann muss ich dafür ein Design hergeben. Das kann ich mit so einem Design natürlich sehr gut tun. So, dann mische ich die mal. Einmal zusammengestapelt und dann wild verteilt. Auf jeder dieser 8 Positionen liegt jeweils ein Design und die restlichen Plättchen werden in 3 gleich großen Stapeln hier auf der linken Seite gesammelt, fast richtig. So. Das ist mein Zentralstapel, das sind meine sogenannten Hauptbürostapel, so heißen sie in diesem Spiel. Und hier sind die Arbeitsplätze, wo ich Designs nehmen kann. Und diese Aktionen sind hier auch abgebildet. Wenn ich hier stehe, habe ich 2 oder 3 Aktionspunkte und kann das auf bis zu 4, das gilt für alle Bereiche, auch hier unten bei 1 oder 2 Aktionspunkten, ich kann es auf bis zu 4 Punkte auffüllen, indem ich Zeitgutschriften, die ich habe, einsetze. Und was ich hier tun kann, ist neben der Fortbildung, in diesem Falle mir nur ein Design einfach nur zu nehmen und in meinem Lager, in meinem Designbereich hier zu sammeln. Wenn ich dort Platz habe, dann darf ich das tun. Wenn ich zertifiziert bin, das sagt dieses Symbol hier, dann darf ich auch diese beiden Stapel oder den Zentralstapel benutzen, um mir ein Design zu nehmen. Das kann ich als in Anführungszeichen Anfänger nicht, sondern da muss ich einen dieser 8 Designs nehmen oder warten, dass andere nachrücken. Denn wenn ich hier gearbeitet habe und zum Beispiel 2-mal ein Design genommen habe, nehmen wir mal dieses und jenes, weil ich mich für das schwarze Auto interessiere. Wenn ich damit fertig bin, rutschen alle Designplättchen von links nach. Es kommt dann aus dem Hauptbürostapel jeweils 1 nach. Und gegebenenfalls, wenn diese Plätze leer sind, dann aus dem Zentralstapel. Das brauchen wir jetzt nicht. Was ihr noch gesehen habt hier, an diesen beiden Stellen ist ein Bonus abgebildet, jeweils ein Buch oder eine Zeitgutschrift. Wenn ich eines der Plättchen hier oder hier nehme, bekomme ich die jeweils dort abgebildete Gutschrift. Hier oder hier gibt es da nichts zu. Das heißt, es ist natürlich durchaus attraktiv, sich hier diese Designplättchen zu nehmen, weil man dann noch einen Bonus bekommt.
Aber wenn es interessante Designs sind, dann muss man eventuell auch mal schnell sein und sich eines der Plättchen von hier vorne nehmen. Das ist das, was man in den Designs machen kann. Da kommen wir zur nächsten Abteilung der Logistik. Da geht es um die Autoteile, das ist das Teilelager. Das habe ich hier auf meinem Playerboard. Und ich habe es eben hier für das Unternehmen. Und da gibt es ebenfalls kartengesteuert ein Setup. Wir fangen an mit zwei Karosserien, einem Fahrgestell, einem Antrieb, einer Batterie und einer Elektronik. Und die Karte kommt unten drunter und ich selbst bekomme als menschlicher Spieler zwei Logistikkarten, um mir diese Teile bestellen zu können. Denn das ist eine der Aktionen, die ich neben der Fortbildung hier in der Logistik tun kann. Ich kann einmal, das ist hier unten symbolisiert, eine Karte nutzen, eine dieser Karten, um für Nachschub in diesen Lagern zu sorgen. Wie das genau funktioniert, da gibt es Regeln, kommen wir auch noch zu, wenn das soweit ist. Das andere, was ich tun kann, ist, ich kann dieses Lager natürlich leeren, sprich ich kann mir einen Platz aussuchen, und zwar nur einen, aus dem ich dann beliebig viele Teile nehmen kann. Ich kann mir also in diesem Falle, wenn ich dran wäre, könnte ich mir eine Karosserie nehmen, ich könnte mir auch beide nehmen. Aber ich kann mir nicht für einen Aktionspunkt noch aus dem anderen Lager was nehmen, dafür bräuchte ich einen weiteren Aktionspunkt. Und wenn ich zertifiziert bin, dann kann ich hier in der Logistikabteilung mir einfach einen Teilegutschein holen. Die liegen hier links bei mir. Da brauche ich mich nicht zu entscheiden, was ich für ein Teil nehme, sondern ich kann mir ein beliebiges Teil sozusagen als Joker hier hinholen. Und was euch vielleicht aufgefallen ist, die sind am Schluss natürlich in der Punktewertung auch noch ein paar Sachen wert. Jeder Autoteile-Gutschein und jedes Buch, was ich gesammelt habe und nicht ausgegeben habe, gibt mir auch nochmal einen Punkt. Die Autos sind auch nochmal am Schluss Punkte wert, die ich gegebenenfalls hier bei mir in der Garage stehen habe. Die Reihenfolge dieser Bewertungen ist aber eine andere, als die hier in der Produktion abgebildet ist. Da kann man leicht in Verwirrung kommen. Sie ist identisch mit der Reihenfolge hier, diese Reihenfolge. Aber die Reihenfolge hier ist eine andere. Hier sind die wertvolleren Autos außen und das in Anführungszeichen günstigste bewertete Auto ist das mittlere, der Kleinwagen. Und dann geht es nach außen weiter. So, Logistik waren wir durch. Das ist der Setup für die Logistik. Die Karten liegen hier daneben. Gehen wir die nächste Abteilung, das ist die Fertigung. Da geht es tatsächlich darum, die Autos zu bauen. Das funktioniert immer so, dass ich hier einen Autoteil aus meinem Lager oder eben einen Gutschein bereitstellen muss. Und dann wird ein Auto hier draufgesetzt und alle Autos, die davor stehen, schieben sich um eine Position weiter. Und die Verbindungslinien hier zeigen, welche Wege möglich sind. Und jeweils, wenn ein Platz besetzt ist, wird das dort befindliche Auto auch weitergeschoben. Und wenn ein Auto die Produktion verlässt, dann rollt es auf einer dieser drei Straßen raus. Die mittlere bietet sofort zwei Punkte, die äußeren jeweils nur einen Punkt. Und die Autos selbst sind im Setup so verteilt, dass an jeder Straße, auf jeder Schiene schon mal zwei Autos stehen und in der Fertigung sind. Das hier sind jetzt die Holzautos. Es gab bei dem Kickstarter auch die Möglichkeit, und ich glaube, die gibt es jetzt auch noch nachträglich in kleiner Stückzahl noch zu kaufen. Ein Satz mit Metallautos habe ich mir nicht gegönnt. Die sind auch nicht billig gewesen, sollen aber sehr gut sein, wie man im Nachhinein liest. Dennoch bin ich der Meinung, dass die Holzautos durchaus erstens schick aussehen und zweitens auch optisch ansprechend sind, so dass man da auch jetzt keinen wesentlichen Nachteil hat. Eine Lücke habt ihr hier gesehen. Hier fehlt, oder was da drin ist, ist eigentlich der Pace Car für die Teststrecke. Das ist die Holzversion. Da hinten liegt die Metallversion, die war bei der Kickstarter-Edition dabei. Und hier ist die Holzversion, die brauchen wir nicht. Wir nehmen nachher das Metallauto. Das findet hier seinen Platz. So, hier liegen die Autos. Was noch fehlt, ist so ein bisschen die Bedarfsnennung, was so produziert werden sollte, dass man eine kleine Orientierung hat. Und dazu gibt es hier zwei Fächer, nämlich einmal Kleinwagen und einmal Pickups werden gefragt. Und ihr seht es auf den Karten abgebildet. Hier sind es drei, die gefragt werden. Das heißt, wir stellen hier drei Vortragsmarker hin, die uns wieder helfen, hier Ziele besetzen oder Vorträge halten zu dürfen, die wir erstmal hier sammeln müssen aber. Und für den Pickup sind es zwei Autos, also auch zwei Vortragsmarker.
die wir dort platzieren. Jedes Mal, wenn also ein Kleinwagen oder ein Pickup die Produktion verlassen, bekommt derjenige Spieler einen Vortragsmarker, beziehungsweise wir kriegen dann einen Vortragsmarker. Wenn einer der beiden Gegenspieler dafür sorgt, dass ein solches Auto die Produktion verlässt, dann verschwindet der Vortragsmarker und ist für uns dann nicht mehr zugänglich. So, das ist die Produktion und wir rutschen rüber zur Forschung und Entwicklung. Hier sind zwei Dinge zu tun, nämlich einmal Autoteile zu verbessern. Das sind dann sogenannte verbesserte Designs. Die sind alle durch einen Marker hier vertreten auf einer Werteleiste. So, und haben alle einen Teilewert von 1. Und jedes Mal, wenn ich beispielsweise die Assistenzsysteme in ihrem Wert oder verbessere durch den Einsatz eines entsprechenden Designteils, hier ist es zum Beispiel Assistenzsysteme für das Konzeptfahrzeug. Wenn ich das auf meinem Designstapel irgendwo hier habe und ich habe zum Beispiel auch ein Assistenzsystem in meinem Vorrat, dann kann ich sagen, ich gebe das aus, verbessere das Design hier für das Konzeptfahrzeug für Assistenzsysteme. Dann ist das ein verbessertes Design, das lege ich hier hin, kriege 2 Punkte. Ich platziere diesen Marker dann aber an einer beliebigen Stelle. Und da seht ihr auch unterschiedliche Bonusmöglichkeiten, die man bekommen kann. Hier beim Konzeptfahrzeug ist es ein Buch oder eine Zeitgutschrift und die anderen Punkte zählen nichts. Das heißt, es wäre mir sehr gelegen, ganz früh hier Dinge zu verbessern, damit ich noch irgendwas an Gutschriften bekommen kann, bevor ich dann zu spät Teile verbessere, die hier mir nichts mehr bringen. Hier für den Kleinwagen seht ihr, dass es aber 6 Bonusfelder gibt. Das heißt, jedes Teil, was ich hier für den Kleinwagen verbessere, bringt auch demjenigen, der es verbessert, Bonus. Für den SUV werden es schon 5, für den Pickup 4, für den Sportwagen 3 und für den Konzeptwagen, für das Konzeptauto nur noch 2 Bonusmöglichkeiten. Das heißt, Teile verbessern ist wichtig oder dringender hier fürs Konzeptfahrzeug als für den Kleinwagen, denn Bonus kriege ich hier immer. So, nehmen wir das Beispiel wieder zurück, das Design wieder zurück. Und ihr seht, dass wenn ich ein Design verbessere, der Teilewert im Prinzip steigt und es gibt im Abschluss hinterher auch nochmal Punkte. Das seht ihr durch die goldene Markierung. Für den Solo-Modus gibt es dann nachher eine Sonderbewertung, denn da haben auch im laufenden Spiel die Autoteile einen Wert, der sich durch Punkte, die sofort abgetragen werden, auch ausdrückt. Der zweite Bereich in der Forschung und Entwicklung, und wir haben jetzt den hier besprochen, eine Aktion, ein Design verbessern. Der zweite Bereich ist die Teststrecke. Die müssen wir jetzt bestücken. Und zwar ist sie ausgelegt hier für 4 Spieler. Wir spielen aber im Solo-Modus eigentlich gegen 2. Das heißt, wir machen eine 3-Spieler-Partie. Das heißt, eine 2-Spieler-Partie bekäme die Teststrecke dieses Layout mit sehr viel weniger Feldern. In der 3-Spieler-Partie sind es ein paar mehr. Und in der 4-Spieler-Partie dann nochmal mehr. Wir spielen eine 3-Spieler-Partie. Deswegen kommt dieses Täfelchen noch drauf. Der Pace Car, der Führungswagen, kommt auf eines der schraffierten Felder. Der Marker für die Meetings kommt hier drauf und der Symbolmarker für die Meetings kommt hier drauf. Warum ist das so? Jedes Mal, wenn der Wagen sich bewegt, und wann er sich bewegt, kommen wir gleich zu, ein schraffiertes Feld überschreitet, dann wird ein Meeting ausgelöst. Dies wird dann hier gezählt, aber damit man nicht vergisst, dass das Meeting am Ende einer Runde durchzuführen ist, wird dieser Marker hier rübergesetzt zum Meetingraum, um anzuzeigen, hey Leute, es ist jetzt mal ein Meeting fällig. Das ist also der Hintergrund dieses Markers. Und hier wird dieses Meeting gezählt, wo es dann um die Leistungsziele geht. Es gibt noch ein anderes Meeting, was gezählt wird. Das ist das Wochenmeeting. Wenn Sandra von ihrer Reise durch die Abteilungen zurückkehrt in ihr Büro, dann führt sie eine Wochenwertung durch. Da geht es darum, für jedes Auto, das man in seinen Garagen hat, gegebenenfalls, wenn man verbesserte Designs hat oder sogar getestete, verbesserte Designs hat, Punkte zu sammeln. Das passiert wöchentlich. Das Meeting, wenn es von der Teststrecke aus initiiert wird, wenn entsprechende Testdaten vorliegen, das passiert eher unregelmäßig. Aber wenn in der Summe 5 Meetings abgeschlossen sind, das heißt 3 und 2 oder 3 und 2, dann endet das Spiel. Das heißt, dann nach dem Meeting dann praktisch auch die Schlusswertung durchgeführt. Wir haben also nochmal zusammengefasst,
drei Stellen, an denen gewertet wird, nämlich die Schlusswertung, die Wochenwertung von Sandra und das Teststrecken, das Testdatenmeeting, die Vorträge hier, die wir mit Vortragsmarkern bespielen. Bei der Schlusswertung brauchen wir ebenfalls die Vortragsmarker. Die sammeln wir hier auf unserem Playerboard und die holen wir uns querverteilt hier durch diverse Bonusaktionen oder von der Fortbildung oder von der Produktion oder von den Firmenzielen hinten aus der Forschung und Entwicklung. Und die Vortragsmarker brauchen wir, um sie dann eben hier einzusetzen und auch in der Abschlusswertung einsetzen zu können. Zwischendurch können wir Punkte gewinnen über Fortbildung oder die Wochenwertung und jeden Punkt, den die Kollegen gewinnen, den verlieren wir und deswegen fangen wir mit 15 Punkten an. Der Ablauf selbst ist immer der, dass in der Reihenfolge von rechts nach links die Spieler ihre Worker platzieren auf einem dieser Felder in der Mitte, in dem Hauptgang der Produktionshalle und in dieser Abteilung dann entsprechend viele Punkte, wie es auf dem Feld angezeigt ist, einsetzen können. Entweder für die Fortbildung oder für eine der Aktionen, die dort abgebildet sind. Das kann man auffüllen, wie ich eben auch schon erwähnt habe, auf bis zu 4 Punkte, indem man Zeitgutschriften, die man hier sammeln kann, pro Spieler auch einsetzt. Ich kann also diese 2 Punkte hier, die ich bekomme und verbrauchen kann, kann ich auffüllen, wenn ich mehrere Zeitgutschriften habe, um bis zu 2 weitere. Ich darf aber jetzt nicht alles ausgeben, was ich habe. Ich darf maximal auf 4. Genauso, wenn ich hier in der Verwaltung stehe und auf dem Platz mit der 1 bin, dann darf ich theoretisch 3 weitere Zeitgutschriften, wenn ich sie dann habe, auch ausgeben, um auf bis zu 4 zu kommen. Was wichtig ist, wenn man in dieser Reihenfolge seinen Arbeiter platziert hat, ich mache jetzt nur mal ein Beispiel. So, nehmen wir mal an, das wäre die Reihenfolge, dann beginnt jetzt die Aktionsphase von oben nach unten. Ganz strikt, David Turci, ich, Vita Lacerda, Sandra. So wird die Aktionsfolge durchgearbeitet und danach beginnt die neue Auswahlphase auch von oben nach unten. Das heißt, dann spielt die Zertifizierungsreihenfolge erstmal keine Rolle mehr, sondern es geht dann immer nur noch in dieser Reihenfolge. Es wird dann wieder wichtig, wenn es um ein Meeting geht, wie dann die Zertifizierungen stehen. So, das ist so der Grundablauf des Ganzen. Und zum Solo-Glück fehlen uns noch ein paar Sachen. Ihr seht hier noch einen Marker. Das ist auch eine der Grundregeln des Spiels, wenn ich während einer Aktion irgendwelche Boni bekomme. Das können Bücher sein, das können Zeitgutschriften sein oder das können Autoteile-Gutscheine sein. Wo habe ich welche gesehen? Irgendwo waren welche. Also meinetwegen hier durch eine Fortbildungsmarke oder sowas. Dann darf ich diese Materialien, die ich bekomme, nicht sofort einsetzen, sondern ich sammle sie erst neben meinem Playerboard. Und um meine Zeitgutschrift zu symbolisieren, die kommt, kann ich mir hier eine 1 oder eine 2 hindrehen, entsprechend so viele, kann ich mir dann nach dem Ende meines Zugs gutschreiben. Das heißt, ich kann mir nicht irgendetwas sofort auch in die Verwendung nehmen, sondern ich kann es erst in meinem nächsten Zug verwenden. Deswegen ist dieser Hilfsmarker hier vorhanden. Den kann man brauchen, ist ganz nützlich, um das nicht zu vergessen. So, und was wir noch brauchen, ist hier das Setup der beiden Kollegen und deren Steuerung. Und dann sind wir auch fürs Erste durch. Die beiden sind kartengesteuert. Dafür gibt es 2 Arten von Karten, nämlich die Auswahlkarten und die Plankarten. Die Plankarten sagen, neben der neumischen Karte, auf welche Abteilung ein Kollege geht. Sprich, hier wäre es das Design, die Forschung und Entwicklung, Logistik und so weiter. Die Aktionen, die sie in diesen Abteilungen durchführen, die Kollegen, sind auf diesen Karten symbolisiert. Sie sind immer die gleichen. Das heißt, immer dann, wenn David Turci in der Verwaltung ist, macht er genau das hier. Er bildet sich dort fort, wo Sandra gerade steht, abhängig von der Position von Sandra. Das macht in diesem Fall in der Verwaltung Herr Lacerda genauso. Und für jede andere Abteilung ist die Aktion, die die Kollegen jeweils durchführen, immer die gleiche. Und die haben nicht unbedingt etwas damit zu tun mit den Dingen, die hier sind. Es kann mal sein, also beispielsweise nehmen sich die Kollegen auch Designs, aber die Regeln dafür sind in den Solo-Regeln festgehalten und die Aktionen sind immer die gleichen. Und das Ganze läuft so, dass ich mir 3 Karten, ihr seht sie hoffentlich hier am Rand, jawohl, untereinander hinlege. Das blendet jetzt ein bisschen. Etwas weniger.
So. Diese drei Karten sind jetzt die Möglichkeiten. Eine neue Mischenkarte kommt unten drunter. Das sind die Möglichkeiten, wo die Kollegen hingehen können in ihrem nächsten Zug. Und wo sie genau hingehen, jetzt ist mir die Karte abgehauen, kleinen Moment. Einmal fischen gehen. So. Und wo sie genau hingehen, werden die Auswahlkarten zeigen. Das funktioniert im Wesentlichen so. Wir haben jetzt hier die Reihenfolge bestimmt. Ich suche meinen Platz aus, meinetwegen, keine Ahnung, ohne jetzt groß nachgedacht zu haben, fange ich hier im Design an und wähle mir die Stufe 3. Ich möchte drei Schichten dort verbringen. Und das Ganze funktioniert so, dass ich jetzt von der Auswahlkarte eine ziehe. Der nächste wäre Hella Therda. Dann lege ich zu ihm die Karte und die zeigt mir den Pfeil hier oben an. Das heißt, Hella Therda beginnt in der Logistik. Legen wir uns direkt mal so hin. Wir machen so den ersten Platzierungsteil. Die ganze Aktionsphase machen wir im nächsten Video. Und dann wiederhole ich auch den Platzierungsteil nochmal. Zumindest in der Erklärung. Die Karten bleiben unverändert liegen. Also, wir haben uns die oberste Plankarte gewählt. Das sagt die Auswahlkarte. Und auf der Plankarte steht, dass der Hella Therda ins Design geht. In die Logistik. So, er stellt sich immer auf die Position 3. Wäre hier besetzt gewesen, würde er die nächste Abteilung auf der Position 3 besuchen. Und wäre auch da besetzt, würde er weiterrutschen und der Zyklus geht oben los. Das heißt, Hella Therda steht immer auf der unteren Position. So, fehlt noch Herr Tocci. Auch für ihn ziehen wir eine Auswahlkarte. Und das sagt uns, dass auch hier die obere von den beiden verbliebenen Karten zu nehmen ist. Er möchte auch in die Logistik gehen. Und dann geht Herr Tocci zum Kollegen dazu. Und Herr Tocci geht immer auf die 2. Wäre er besetzt, würde er auf die nächste Abteilung gehen. So, und bevor wir jetzt wirklich auch loslegen können, habe ich noch etwas vergessen. Erstens, wir bekommen ein Design. Im Solospiel bekommen wir das oberste vom Zentralstapel. Und wir bekommen im Solospiel auch ein Autoteil, nämlich das, was hier nicht vorhanden ist durch das Setup. Das ist in dem Fall das Assistenzsystem. Und die beiden Kollegen bekommen auch noch 4 Designs. 2, 3, 4. Die gehören denen. Die mischen wir einfach mal so. Das sind jetzt geteilte Designs. Die Kollegen können während des Spiels auch Autoteile sammeln und auch Autos sammeln, die dann auch entsprechend wieder verschwinden können oder auch gewertet werden, je nachdem, was gerade an Aktionen dran ist. Autoteile können auch wieder zurück in den Vorrat gehen. Autos bleiben dann bei den Kollegen. So, damit hätten wir das Setup für das Solospiel komplett. Das hat jetzt aber auch schon eine ganze Weile gedauert. Ich gucke mal auf den Aufnahmecounter, sind so 50 Minuten rum. Ihr seht jetzt, was alles an Material aufs Brett kommt, um überhaupt starten zu können mit dem Spiel. Neues Material kommt im Endeffekt nicht mehr dazu. Die Karten sind da, die Autoteile sind da. Die Bücher sind natürlich noch da, die kommen gegebenenfalls als Bonus dazu, je nachdem, wo man gerade landet. Autoteile, Gutscheine, Vortragsmarker, das ist alles neben dem Spielbrett gesammelt. Aber ihr seid jetzt hoffentlich von der ganzen Fülle des Materials, das übrigens sehr hochwertig ist. Also die Karten haben ein super tolles, sehr schön anzufassendes Finish. Die Logistikkarten, die Auswahlkarten und die Leistungszielkarten sind klein. Die Plankarten sind ganz normale Größe, so etwa Skatkartengröße. Und das ist jetzt so ein wirklich super tolles Material. Es braucht seinen Platz, es braucht seine Zeit. Die Regeln sind jedes Thema für sich genommen ziemlich einfach, aber in der Summe und in den Zusammenhängen sehr komplex. Es wird ein sehr spannendes Spiel, hoffe ich. Damit beginnen wir aber im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin wenigstens etwas gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Abo und ein Like da. Und ansonsten sehe ich euch hoffentlich dann auch im Playthrough-Video, wo ich genau mit diesem Setup hier starten werde. Ich lasse das jetzt einfach stehen, bis ich das nächste Video drehe. Und bis dahin bleibt mir nur zu wünschen, bleibt gesund. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis dahin, euer Spartakus.